Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Dragon Age Origins, Folge Nummer 142 müsste das, glaube ich, sein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und jetzt sind wir auf Weg, den letzten Stück vom DLC zu machen. Es gibt nicht mehr viel, was wir machen können. Bodyguard. Oh, da oben ist erstmal eine Truhe. Plate Mail Glows und Kupferstücke. Nice. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das die Rüstung doch von Hawk ist. Ich hatte ja eine Rüstung bekommen. Ich ziehe die mal kurz an. Ihr müsst mal kurz weggucken wieder. Ich sage euch wieder Bescheid, wann. Und zwar jetzt bitte weggucken. Nein, sie ist es definitiv nicht. Das heißt, ihr könntet auch ruhig gucken. Ihr könntet euch das angucken. Sie ist es nicht. Denn die sieht komplett anders aus, die ich meine. Sir Kenneth. Maker. Ja, wir haben euch gefunden. I'm I sorry. shall bury in prom. My name is bla bla bla. Yes. They were Wie good gesagt, die Story friends. hier, das ist Commander einfach hier ein Dominic. bisschen. Naja, ich finde sie nicht doll. Aber halt, dass das. Ja, wie soll ich sagen? Hey there, good friend. Super. Ja, die sind dann soweit fertig. Das heißt, wir können wieder zurück im Endeffekt, können die Quest abgeben und sind hier soweit fertig. Im DLC. Es gibt hier nichts mehr weiter zu machen. Das war's im Endeffekt. Zumindest vom ersten DLC. Ob jetzt noch Monster gespawnt sind, weil wir jetzt hier die angequatscht haben, weiß ich nicht. Könnte natürlich gut sein. Gehen wir aber mal von Nein aus. Oder gehen wir mal von Ja aus. Ach nee, hier, die hatte ich vorhin nicht eingesammelt. Naja, gut. Können wir da nochmal einsammeln? Säurebeschichtung. Oh, Silber, Kriegsaxt der dunklen Brut. Wir können dann auch wieder was verkaufen. Werden wir auch gleich mal machen, bevor wir hier abdampfen. Ja, ansonsten, eigentlich, wie gesagt, finde eigentlich an sich ein coole Mod, also Add-on, was ja nochmal ein bisschen Spielspaß reinbringt, könnte man so sagen. Ja, hätten vielleicht das eine oder andere besser machen können. Wie zum Beispiel eine deutsche Übersetzung machen können. Ich meine mal, es gibt doch bestimmt jemanden, der mal Bock hat, sowas zu übersetzen ins Deutsche. Ja, die Voice-Tags von demjenigen hören sich nie so doll an, finde ich. Aber das ist zweitrangig und naja, ist ein ganz solide Mod. Mehr kann ich da nicht zu sagen. Jetzt können wir hier nochmal was verkaufen. Rare Ranch Sword brauchen wir nicht. Dann können wir hier auch die verkaufen. King Crown. Brauchen wir alles gar nicht. Das brauchen wir alles gar nicht. Oh. Weil wozu brauchen wir das denn bitte schön dann? Protection, schwere Plattenschild. Das kann weg. Oh, ups. Säurefläschchen. Die Fläschchen. Säurebeschichtung, Schlangengift, Todeswurzelextrakt. Starkes kann weg. Starke. Ja, sah eben so komisch aus. Hätte ich eigentlich nicht verkaufen brauchen, aber naja, ist ja jetzt egal. Manuskript, ach komm, weg damit. Jade, Flussspat, Malachit, Smaragd, Rubine. Oh, wir haben jetzt bald an die 300 Zaverin. Damit können wir uns wieder einiges leisten. Gefrorenes Blitz, Froststein verkaufen. Todeswurzel können wir verkaufen. Fertig. So, jetzt können wir noch die Quest abgeben. Welcome back, Adventurer. Welcome back. This is wonderful news. Thank you, stranger. I owe you one. Was will Alistair da machen? Ich habe keine Ahnung. Have this as reward for your efforts. Now that all the ca That's right. What I'm saying. So. Haben wir die Quest auch erfüllt. Quest absolviert. So, wir haben nochmal ein bisschen Silber bekommen. Jetzt können wir nochmal mit den anderen da drüben sprechen und dann sind wir hier fertig. Die eine Quest ist schon mal fertig und jetzt kommt die andere dran. Mit dem. Na, wie heißt der denn jetzt hier? Den. Neben dem Händler da. Ich weiß jetzt nicht, wie er heißt. Thorald? Ich glaube.
den können wir jetzt noch sprechen und dann sind wir hier soweit fertig. Wie gesagt, ganz nett, die Mod. Ja, das mit dem Gold, der Rüstung, ich weiß nicht, ob das ein bisschen übertrieben ist. Hätten sie vielleicht ein kleines bisschen senken können. Aber es ist jetzt nicht zu extrem. 300 Severin haben wir wieder. Ja, es ist ja auch nur eine kleine Mod, dafür kann man sich ja wieder was leisten für die 300 Severin. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das übertrieben ist, aber voll in Ordnung. Bin ich der Meinung. So, wen können wir hier Bescheid sagen? Modi, ne? Yes, my friend. What can Okay, den könnte man nichts mehr sagen. Und dem hier? Hello again. All Okay, das war falsch. Wir hätten einen der anderen Texte nehmen müssen. Hello again. Have you I killed have killed the the ogres. understanding? Genau. Here is your reward. Good friend. Now I should. Thanks again. So, was gibt er uns dafür? 2 Silber. Wow. Ja gut, dafür haben wir auch schon anderes bekommen. Esther, willst du mit mir tanzen oder wie? Das sieht so aus, ne? Ach, Alistair. Stell dich doch mal richtig hin. Oh, bleiben. Bleib doch mal so. Mensch, bleib doch mal. Oh, schade. Egal. Ich glaube, ihr wisst, was ich damit machen wollte. So, kommt ihr mit? Ihr Gelähmten und Lähmer. So, wie gesagt, wir sind hier fertig im Gebiet. Es war eigentlich eine ganz gute DLC. Also, ich kann es euch echt nur empfehlen. Kleines bisschen Spaß. Ich hätte es im Grunde genommen am Schluss machen sollen, so wie die anderen DLCs. Aber ich finde, das passt von der Story typisch her rein. Denn man kehrt ja halt hier wieder in die Kokari-Wildnis zurück, ne? Naja, egal. So. Dann lass uns mal kurz zurückgehen. Und ich würde sagen, wir gehen erstmal ins Lager. Wollen wir ins Lager gehen erstmal? Ich denke mal, das ist erstmal das Beste wohl, ne? A way back. Ja, lass uns erstmal ins Lager gehen. So, im Lager können wir nämlich jetzt hier ein paar Sachen noch machen. Ein bisschen sprechen mit den Leuten und naja, mal gucken. Liliana könnte noch mal was haben wegen Marjolaine. Müssen wir mal gucken. Da ist der Tod umgefallen. Voll geil. Ihr habt ja immer noch die Hände so, Mensch. Euer Wunsch ist mir Befehl. Ich habe darüber nachgedacht, was den Elfen widerfahren ist, und es erinnert mich an ein Lied, das ich vor vielen Jahren gehört habe. Echt? Es war, als meine Mutter starb, war da diese weise Elfin. Sie tröstete mich und sagte, wir sollten den Tod weder fürchten noch hassen. Der Tod ist nur ein neuer Anfang. Eines Tages müssen wir alle unsere sterbliche Hülle verlassen, damit unser Geist in Freiheit fliegen kann. Ja, das ist tröstlich. Ich halte es für ein wunderbares Bild. Es bringt den Trauernden Frieden und Hoffnung. Oh.
Ja, das Lied wäre im Endeffekt schön gewesen, wenn sie nicht die ganze Zeit diese Hand so blöd halten würde. Also manchmal, ich speichere mal und dann lade ich mal. Ich weiß nicht, ob das dadurch behoben wird. Aber es war schon ein sehr geiles Lied. Das macht müde, das Lied. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. Ich hoffe ja, dass jetzt der Bug mit der Hand, also wie die so komisch gehalten wird, oben ist. Das ist wahrscheinlich jetzt wieder wegen diesem Add-on. Ist ja aber alles kein Thema. Gucken wir mal. Ja, Gott sei Dank. Okay, dann bin ich ja froh. Ja, super. Das war doch ein schönes Lied. Schön. Okay, ich würde sagen, kann ich dich nochmal ansprechen wegen Marjolaine? Oh, hallo. Möchtet ihr über irgendwas sprechen? Ich würde gerne über die heutigen Geschehnisse reden. Es ist nichts. Es geht mir gut. Ich denke nur nach. Worüber? Ich bekomme das alles nicht aus dem Kopf. Ich war jahrelang in Lothering und sie dachte immer noch, ich führe etwas gegen sie im Schilde. Sie hat mir nicht vertraut. Vielleicht hat sie das nie. Sie liebte mich, als ich ihr nützlich war und sie mich kontrollieren konnte. Jetzt ist das nicht mehr so. Also will sie mich tot sehen. Es schmerzt zu erkennen, dass ich sie nie wirklich gekannt habe. Manchmal überraschen einen die Menschen. Ich wusste um ihre Skrupellosigkeit, aber nicht, wie weit sie tatsächlich gehen würde. Sie ist selbstsüchtig und grausam, benutzt andere, entledigt sich ihrer. So überlebt sie in dem Leben, das sie führt. Und wenn sie recht hat? Wenn wir wirklich gleich sind, ich hätte wohl doch in der Kirche bleiben sollen. Aber ihr sagtet, der Bauer sagt, er wollte, dass ihr geht. Vielleicht war das alles ein gewaltiger Irrtum. Ich weiß, dass ihr bisweilen an mir zweifelt. Womöglich. Zu Recht. Vielleicht rede ich mir nur ein, dass er da ist, mich zu leiten. Damit ich das Gefühl habe, dass jemand auf mich aufpasst und ich nicht allein bin. Ihr seid nicht alleine, Liliana. Aber ich war es. Bei meiner Flucht nach Ferelden war ich allein und verzweifelt. Ich ging zu dem einzigen Ort, wo man mich mit Sicherheit aufnehmen würde. Im Kloster habe ich mein Leben als Bardin vergessen. Ich fühlte mich sicher. Ich musste mich nicht ständig vorsehen. Dadurch ist Marjolaine zu dem geworden, was sie ist. Es hat sie ruiniert und mir wird es genauso ergehen. Selbst jetzt bedauere ich, ihr Leben nicht beendet zu haben, um mein eigenes zu schützen. Daran ist nichts Falsches. Wirklich nicht? Es ist der erste Schritt auf dem Weg in die Finsternis. Erst sind es nur Gedanken, aber ihnen folgen Taten. Was wir tun, was wir getan haben, Männer jagen und zur Strecke bringen, ein Teil von mir macht das gern. Es ist belebend und das erschreckt mich. Ich entgleite mir selbst. Ihr seid ein guter Mensch und werdet es immer bleiben. Wie könnt ihr so sicher sein? Ihr strebt zum Guten und nur das zählt. Meint ihr wirklich? Es tröstet mich, dass ihr das so seht. Ich wäre jetzt gern allein. Ich muss über vieles nachdenken. Danke, dass ihr mir zugehört habt. Kein Ding. Oh, plus 5. Große Klugheit. Nice. Ich würde sagen, in der nächsten Folge geht's weiter. Dann werden wir einfach nochmal ein bisschen mit Liliana und Co. reden. Also, macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.